Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf Potters Bluff Reviews. Es sind draußen ungefähr 39 Grad, also was gibt es Besseres, als eine Platte vorzustellen. Fangen wir mal gleich an. Ich habe heute hier Ex Machina von Ben Salisbury und Jeff Barrow von Invader erschienen. Die Limited Edition Frosted with Blue Splatter Edition. Gibt es nur 500 Stück davon und ja, mit Poster werde ich euch am Ende des Videos zeigen. Aber fangen wir gleich mal an. Hier das schöne Cover. Den Film nicht gesehen hat, ist wirklich ein absoluter Geheimtipp. Genialer Film. Wohl so geheim ist er ja gar nicht, aber wirklich richtig gut. Wenn ihr im Kino verpasst habt, schaut euch bitte dann, holt euch bitte die Blu-ray. Hier ist das Backcover. Und hier haben wir die Tracklist. Kann man ja auf Stopp drücken, wenn das interessiert. Genau. So. Dann haben wir hier das Innere des Gatefolds. Seht schon, schöne Bilderchen. So, dann kommen wir mal. Hier so oben sind auch nochmal die Tracklist. Kommen wir zur Platte selbst. So, da haben wir hier die Platte. Wie gesagt, in diesem Frosted Clear mit blauen Splatter. Sieht richtig gut aus. Hier sind die Labels. Rückseite. Wunderschön geworden. So, dann holen wir mal die zweite Platte raus. Dürfte genauso aussehen. Wie gesagt, das Ganze ist auf 500 Stück limitiert. Gibt es auch noch in einer unlimitierteren Variante, ich glaube 1000 Stück. Da sind die Platten komplett weiß. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus mit den komplett weißen Labels hier. Aber durch das hier, das Nonplusultra für den Fan. Und außerdem gab es ja noch ein Poster dazu. So. Haben wir hier das Cover. Das Bein habe ich noch nicht gezeigt, aber da gibt es nicht so viel zu entdecken. So. Ebenfalls enthalten für Leute, die nicht so oft daheim sind, so eine Downloadkarte hier von Invader, den man sich den Soundtrack auch nochmal runterladen kann. Habe ich hier schon eingelöst, ich weiß nicht, ob es nochmal geht. Könnt ihr mal ausprobieren. Sehr cool, auf jeden Fall. So, dann hole ich mal das Poster. Hier ist dann das Poster. Rechts daneben seht ihr die Platte als Maßstab. Ihr seht schon, es ist ganz schön groß geworden. Mit einem ziemlich coolen Motiv. Also es ist nicht das deutsche Kinoplakat zum Beispiel. Wirklich cool gemacht. So, das war's vom Ex Machina Soundtrack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall den Film an und holt euch diese Platte. Diese Version ist natürlich leider jetzt etwas teurer geworden. Aber ich werde Discogs unten verlinken. Das gibt es beide Versionen. Könnt ihr schauen, welche euch gefällt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir Daumen oben da, wenn euch das gefallen hat. Genießt den Sommer. Ich werde es hier tun in den dunklen Keller. Und ja, habt ihr schönes